Hallo, ihr wunderschönen Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge This Land is My Land. Heute werden wir mal sehen, wie lange die Folge geht, denn das hängt ganz davon ab, wie ich mich schlage. Wir werden Benutzer definiert machen, passen ihn komplett an. Wir machen Hardcore-Modus, sprich, wenn wir sterben, sind wir richtig tot. Wir machen Ansturm der Bosse, da werden alle Weltengegner bereits am Start vorhanden sein. Wir werden noch aber die realistischen Schaden anmachen, realistische Bedürfnisse und wir werden Tageslänge normal. Also standardmäßig ist lang, Weltgröße ebenfalls. Damit wir ein bisschen was sehen, lassen wir die Nächte noch normal. Also sprich, wir lassen das jetzt Game, könnten auch realistische Nächte machen, ist noch dunkler. Aber wir wollen auch was sehen, beziehungsweise ihr. So, Reaktionszeitraum des Gegners, lassen wir auf Standard. Kriegen 240% zusätzliche Erfahrung. So, da sind wir auch schon. Ganz normal. Wir nehmen einen schönen Namen. Blauer Sack zum Beispiel. Hätten wir plus zwei Krieger. Das ist langweilig. Auch langweilig. Langweilig. Meine persönliche Vorliebe sind immer diese SP, also diese Spielerpunkte. Da möchte ich ganz gerne einen großen Bonus haben. Lager auf höchstem Level, auch ein guter Start. Hier, 20.000 SP. Dafür haben wir zwar minus 121 Kraft, aber und minus zwei Krieger. Wir kriegen aber Konzentration, wählbare Passivfähigkeit. Ich würde sagen, das nehmen wir. 20.000 Spielerpunkte können wir direkt von Anfang an schön skillen. So, wir machen normalen Start. Heißt, die Entfernung zu den gegnerischen Linien ist normal. Also der normale Schwierigkeitsgrad. Das heißt, jetzt ein bisschen weiter weg von denen. Beim nächsten Mal, wenn wir so eine Folge machen, werden wir auch vielleicht mal, wenn wir ein Stückchen näher rücken. Wir haben ja drei Auswahloptionen zur Verfügung. Der Widerstand von Blauer Sack hat begonnen. Sind wir auch schon. So, jetzt haben wir hier gleich ne ganzen Gegner gespawnt, blablabla, weiter ihre Grenzen. Wir sind im Lager und fangen direkt an zu sammeln. Gucken wir mal. Können eigentlich die hier auch schon mal losschicken. Und zwar, einer sucht mir Lachs und einer sucht mir Holz. Während die sammeln, gehen wir auch sammeln. Wir gehen mal ein wenig vor. Ich werde wahrscheinlich ein paar Passagen immer so rausschneiden, wenn die zu lange dauern. Ja, denn das ganze Sammeln muss ja nicht unbedingt sein. Wir nehmen uns erstmal ein Pferd und damit reiten wir dann durch die Prairie. Ich nehme mal ganz gerne weiß. Das Haar machen wir mal schwarz. Ein Sattel, ja, so ist gut. Den nehmen wir gerne. Ne, den hier. Nicht ganz gut. Und der heißt Peter. Peter hat keinen Effekt. Okay, dann heißt er meinetwegen Sascha. Bessere Geschwindigkeit. Ich suche eher was für Packen, also für die Tasche. Thorsten. Mit H. Bessere Tasche, da haben wir schon. Jetzt haben wir unser treues Ross, Thorsten. So, Thorsten, wir sammeln mal. Wir brauchen Flachs und Holz. Am besten gehen wir mal in den Wald rein. Hier, die roten brauchen wir auch. Ja, ich weiß. Das ist Backbusch. Hier haben wir Flachs und wir haben Holz. Eigentlich, bevor wir jetzt zu sehr anfangen, würde ich nämlich direkt mal hier die ganzen Sachen ausweiten, dass wir ein bisschen mehr sammeln. War das, ne? Genau, hier kriegen wir mehr. Also das heißt, wir haben eine höhere Chance, dass wir mehr sammeln können. So, machen wir. Dann Häuptling. Dürfen die hier auch sammeln. Er macht 1600. So schnell kann es gehen. Und dafür holen wir uns jetzt als allererstes, mache ich immer, kleiner Tipp, den Hunterbogen und die Arrows dazu. Der Wooden Bow, der ist nicht so toll. Mit dem Hunterbogen kann man auch schon ein bisschen was anfangen. So. Und jetzt können wir loslegen mit dem Sammeln. In der Hoffnung, jetzt haben wir nämlich direkt zwei Flachs gesammelt. Das ist gut. Jetzt sammeln wir ein bisschen mehr ein, heißt, es geht alles hoffentlich ein bisschen schneller. So, hier gleich die Pilze einsammeln, die finde ich nämlich gut, die will ich haben. Die brauchen wir später für Gifte. Denn ich muss vorsichtig spielen auf jeden Fall. Wie gesagt, wir wollen die Gegner bestenfalls vergiften. Also wenn die schlafen, Essen vergiften und so weiter, dann brauchen wir halt ein paar Pilze. Damit können wir dann so ein kleines Giftchen bauen. Braun. 3000 Jahre später. So, jetzt haben wir schon ordentlich was gesammelt. Dann bauen wir uns mal direkt den Huntersbau. Ach, dafür brauchen wir ja Senior. Schade, stimmt. Das heißt, wir machen uns den Woodenbau. Und dazu direkt ein paar Pfeile. Ich glaube, mit 15 Pfeilen komme ich erstmal aus. Den Rest lassen wir im Lager stecken. Den Rest legen wir jetzt hier ab quasi. So. Halt, stopp. Backbrush-Tee nehmen wir alles mit. Und dann werden wir uns den jetzt auch mal hier so viel davon herstellen, wie wir können. Das gibt immer so ein bisschen Erfahrungspunkte, also von der gar nicht mehr so verkehrt. Sind zwar immer nur zwei, aber die Menge macht es auch sauber.
Also wir können uns auch zusätzliche Erfahrung erspielen, indem wir solche Quests hier fertig machen, sag ich mal. Deswegen immer so viel annehmen, wie geht, wie ihr könnt. Und dann könnt ihr euch diese Aufgaben hier auch gerne markieren. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, Enemies Kill zum Beispiel, zack. Jetzt habe ich das ist innerhalb meiner Questreihe sozusagen drin, kann ich mir die angucken. Lassen wir einfach mal nebenbei laufen. Unser Tee ist fertig und den Rest lassen wir jetzt hier im Lager liegen. Wir werden auch ein paar von diesen Heilungstees, lassen wir mal hier lassen, dass ich 5 filme ich mit. Das ist der Bogen aus. Die Krieger sammeln noch schon. Wir gehen mal gucken, ob wir die vielleicht schon hier oben direkt aufnehmen können. Dann machen wir Autoreise einfach mal. Da steht auch Caps Lock für automatische Reise, wenn ihr den Wegpunkt gelegt habt. Vielleicht können wir die schon direkt am Anfang an dazu überreden, sich uns anzuschließen, wenn der jetzt mal einen Weg findet, einen ordentlichen. Aber nicht. Manchmal muss man ein bisschen nachhelfen. Oh, der hat sich schon einen Krieger angeschlossen. Sehr gut. So, wir sind angekommen. Mal gucken, was der sagt. Hallo. Aber sag ja. Sehr schön. Die schießen sich uns an. Das Lager werde ich auch direkt mal aufgeben, damit die dann in das andere Lager zurückgehen. Wir wollen die alle in einem Lager haben. Hier haben wir noch viel zum Sammeln. Schön. Nehmen wir alles damit. Denn am Anfang viele kleine Lager zu haben, macht nicht viel Sinn. Lieber erstmal immer ein Camp hochpushen. Weil die Campgröße ist auch automatisch, gibt auch automatisch vor, wie stark die Krieger darin sind. Das heißt, viele kleine sind viele schwache Krieger. Wir wollen aber auch starke Krieger haben. Außerdem ist es dann auch später schwerer, wenn man viele kleine hat. Weil der rennt schon los, der bleibt doch hier. Okay, alles klar. Es ist außerdem schwerer, auch wenn man viele kleine hat, die zu verteidigen. Jetzt kommt nämlich dieses anfängliche Skillen der Ressourcen sammeln, kommt uns hier zugute. So, wir sind überladen. Bedeutet, wir rufen unser Pferd zu uns und beladen ist. So, und deshalb wollte ich auch, dass das Pferd eine große Satteltasche hat. So, wir reiten zurück zu unserem Camp. Anderen scheint schon angekommen zu sein. Dann können wir die auch mal losschicken. Der eine, der sammelt mir schon mal... Nee, der hat ja keinen Bogen. Doch, hat er. Sehr gut. Der sammelt mir schon mal Senu. Und der andere... Wir schicken die erstmal los, einzeln Sachen suchen. Wir können mal gucken, was wir brauchen, um das Lager aufzurüsten. Wir brauchen zum Beispiel Wildschwein. Und Büffelfell. Die jetzt schon loszuschicken, das zu jagen, macht nicht viel Sinn. Ich glaube auch, mir fehlt dazu noch die nötige... Der nötige Skill fehlt mir auch noch. Wir könnten die aber losschicken. Oh, der kann auch nochmal Holz suchen, der eine hier. Wir haben ja auf jeden Fall gute Jagdgebiete. Ja, auch viele rote. Deswegen, wenn ich die jagen schicke, brauchen wir auf jeden Fall wenigstens schon die Hunterbögen, damit die da ein bisschen besser klarkommen. Wir haben ja auch ein paar Bären, jede Menge Bären sogar. Da müssen wir aufpassen, da könnten die bei sterben. Wenn wir die mit blöder Ausrüstung losschicken zum Jagen. Ruhe, Pferd. So, jetzt nehmen wir uns alles aus der Satteltasche raus. Und lassen alles im Lager. Und ja, lassen alles im Lager. Jetzt gehen wir hier auf alle. Brauchen zum Beispiel nur Holz für und halt diese Senu, also diese Sehnen für die Hunterbögen. Und für die Pfeile brauchen wir nur Holz. So, damit die aber ein bisschen was haben, würde ich sagen, fertigen wir mal 2. Und ja auch Erfahrung. Und hiervon machen wir auch mal 2. Lassen wir im Lager und hiervon. Ich habe mir mal gerade extra 10 gemacht. Die kommen auch rein. Und der ganze Rest bleibt hier. Jetzt können wir mal gucken, was wir noch bei Fähigkeiten haben. Wir können auf Häuptling bleiben. Und dann würde ich halt ganz gerne zum Beispiel das hier machen, dass die mehr tragen können. Oder halt auch, wenn wir die losschicken zum Sammeln, dass die mehr sammeln können. Aber bisher sind sie noch unterwegs. Ist also alles gut. Hier sehen wir auch die Weltbosse. Ne? Das sind die hier. Das ist die Location von denen. Und hier unten, hier haben wir auch schon die Grenze von dem Gegner. Oh, dann gehen wir da mal auskundschaften. Wir machen mal Aufträge, Befehlssets, anfangen. So, damit bleiben die automatisch. Jetzt haben wir denen hier ein Befehlsset gegeben unter Aufträge. Und das müssen die jetzt alles machen. Die müssen hier den Vorrat für Holz und Flachs so weit oben halten und dann die Bögen und die Holzpfeile. Das heißt, wenn die anderen automatisch jetzt mit ihrer Aufgabe fertig sind, machen sie automatisch das hier weiter. Beziehungsweise der eine, der im Lager ist, der baut schon mal alles, wenn alles da ist. Das zerstörte Camp ist ja gleich nebenan. Das ist so eine Anfangsquest. Immer ruhig die ganzen Quests fertig machen, damit wir auch schön viel SP bekommen. Stufenpunkte, Spielerpunkte, keine Ahnung, was das heißen soll. Ich sag immer Spielerpunkte dazu. Wieder hoch.
Jetzt habe ich eine Quest fertig gemacht. Dieses Auftrag verteilen war zum Beispiel eine Quest. Wir haben dadurch aber auch die nächste direkt freigeschalten und sollen zum zerstörten Lager gehen. Gehe ich jetzt gerade hin. Und sollen uns da die ganzen Sachen holen, die im Lager zu finden sind. Da ist auch immer schon ein stärkerer Bogen dabei. Jetzt aber unglaublich. Ach man, scheiß Wert. Er ist aber immer unglaublich unpräzise. Deshalb, ich werde immer direkt von Anfang an diesen Jägerbogen mache. So, da sind wir auch schon angekommen. So. Alles nehmen. Ich rüste den trotzdem mal aus, weil der einfach stärker ist. Also, falls ich jetzt auf Gegner treffe, muss ich halt in Nahkampf gehen. Den ganzen Rest vom Schützenfest lassen wir aber hier. Er kann halt auch Medium Arrows verschießen. Nehmen wir mit. So, die ganzen Fallen hier. Heilung. Nehmen wir. Oh, das ist ein bisschen stärker. Ich lasse mal beim Pferd hier erstmal rein. Und jetzt haben wir hier die nächste Quest. Jetzt sollen wir nämlich jemand. Ist immer dasselbe am Anfang. Wir sollen den Typen jetzt verhören. Manchmal rennt der ganz komische Wege, wenn du Autoreiten machst. Er will immer die Straßen folgen. Dabei braucht er einfach nur den Berg hier hochreiten, ne? Und lassen wir uns ein bisschen Zeit, weil ich will warten, bis Nacht ist. Wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht sterben, denn wir haben hier wieder Hardcore-Modus an. Und dann spielen wir das Iron Man heißen. Nehmen aber schon mal alles und legen den hier wieder ab. Bandagen hätte ich eigentlich, glaube ich, gebrauchen können. So, jetzt wollen wir einfach nur in diese Richtung reiten. Ah, das habe ich mir gedacht. Kommen wir hier irgendwo unbeschadet runter? Ah, das könnte funktionieren. Wir reiten da mal hin. Es ist schon langsam Abend. Also es wird langsam Abend. Uiuiui. Sollte eigentlich einfach werden. Ah, mein Pferd gibt mir da hier um, Alter. Aber es sollte eigentlich einfach werden, da hinzukommen. Aber wir haben halt so übelst auf dem Berg. Hallo, ein Reh. Aber die Sonne geht langsam unter. Da haben wir auch schon das Camp. Was wir jetzt machen können, sind Kräuter rauchen. Und wir setzen uns so hin. Damit können wir die Zeit ein bisschen vorspulen. Immer noch Regen. Aber es ist auch schon dunkel geworden. Das heißt, die sollten eigentlich bald schlafen gehen. Kann ich ihn anlocken? Hat das gehört oder nicht? Hinten bin ich, du Vogel. Das Lager ist immer ein anderes. Hier sind zwei drin. Die lassen wir erstmal zu zweit sein. Die habe ich gesehen, die Schweine. Toll, ging ja gut los. Ich bin durstig, also muss ich was zu trinken finden. Das war der nicht mehr hören sollte, super. Jetzt habe ich schon nett die erste Quest verkackt. Kann man diese Scheunentür auch aufmachen? Geht das? Ja. Gut, schleichen wir uns mal an, machen die fertig. Ich nehme gerade die Tür auf. Aua! Angriff! Halb tot, ey.
Erstmal gegenheilen. So, jetzt bräuchte ich die Verbände, die ich leider nicht mitgenommen habe, ich Idiot. It's official. You suck. Das war's auch schon. Weil ich vergessen habe, Heilung mitzunehmen. Das war's. Misserfolg. Kacke gelaufen. Aber so war's. Die Challenge. Verkackt. War jetzt nicht besonders lang. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne ein Like da und Kommentare. Vielleicht ein paar Tipps. Ich bin nicht der erfahrenste Spieler in dem Spiel. Ich spiel's trotzdem sehr gerne. Ich kann es nur empfehlen. Lasst auch gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke für die nächste Folge. Da mache ich es garantiert besser. Versprochen. Auf dem Kanal werden Erfolge und Misserfolge ebenso gefeiert. Schaut auch gerne mal bei Twitch vorbei. Da spiele ich das gerne oft im Livestream. Nicht die beste. War jetzt nicht unbedingt meine beste Leistung, aber ich hoffe, ihr kommt trotzdem wieder. Also, schönen Tag. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V. Was ist denn hier?